Willkommen zum Ärztemagazin hier auf TV Oberwallis. Schön, Sie damit dabei. Hinter den imposanten Mauern vom Stockalperschluss zu Brieg verstecken sich eine Haufe Geschichten. Wer etwas über das Wahrzeichen von Brieg will erfahren, der macht am besten, wie wir vom Ärztemagazin, eine Führung. Im Hof vom Stockalperschluss treffen wir den Stefan Truffer. Er ist Geschichtsstudent und wird die Schito durch das Schloss führen. Den Start machen wir im grossen Hof am Schloss, wo vor allem durch seine vielseitigen architektonischen Elemente besticht. Wir haben also einen einzigartigen Stilmix. Fangen wir vielleicht mal mit diesen Türmen. Das ist eigentlich so eine erste Überraschung. Man hat hier in diesem Hof nur 3 Türme. Eigentlich, wenn ich als Kind vielfach so eine Burg zeichnet oder ein Schloss, gibt es in jedem Ecke einen Turm, also sollte hier eigentlich 4 stehen. Aber das Schloss hier, das Stockalper Schloss, ist der heiligen 3 Könige gewidmet. Das heisst auf Latinisch als Palatium Trium Regnum, also der Palast der heiligen 3 Könige. Das Schloss ist also dem Kaspar, dem Melchior und dem Balthasar gewidmet. Der Kaspar, man erkennt es schon, das ist der gleiche Name wie der Schlossherr hier, das ist kein Zufall. Und somit haben wir da hinten auch den Kasparturm, wenn man so will, der höchste. Noch gekrönt von einer goldigen Sonne, ganz zuoberst. Und das ist eigentlich der Turm, der wirklich auch eine Funktion hat hier in diesem Schloss. Das ist das Stegenhaus. Die anderen beiden Türme, Melchior und Balthasar, sind dagegen nur ein Machtsymbol von der Familie Stockalper, ohne wirkliche Funktion. Der Hof hat aber nur mehr zu bieten, was die Türme. Da haben wir die wunderschönen Renaissance-Arkaden. Also typischer Renaissance-Baustil aus Italien. So baut man in Italien vor allem im 16. Jahrhundert. Aber wir sind ja mit dem Stockalper im 17. Jahrhundert. Und da fehlt jetzt eigentlich noch der Barock, also das Schwülstige. Und das haben wir oben mit diesen Zwiebeltürmen. Zwiebeltürmen, die eigentlich so östliches Element ist, also aus Osteuropa kommt. Man kennt das vor allem in Polen, man kennt das nachher in Bayern und in Tirol. In der Schweiz sind die doch eher etwas selten. Weiter geht es in den Dreikönigssaal, die Stuba von der Familie Stockalper. Dominiert wird der Raum von der wunderschönen Wandtapete, was Szenen aus der Schweiz zeigt. An der Decke sieht man das Wappen von der Familie. Daneben erfahren wir hier euch, welchem der Kaspar Stockalper seinen Reichtum verdankt. Der Gottesgünstling soll den Profit ernten. Also er hat seinen Reichtum immer mit Gottes Gnade entschuldigt. Gott ist schuld, dass ich so reich bin, ich bin auserwählt. Das hört sich ein wenig protestantisch-kalvinistisch an, er war aber durchaus Katholik. Das Spannende an diesem Spruch ist, wenn man die Buchstaben umtauscht, erhält man Kasparus Stockalper. Das K fehlt, das gibt es im Latein nicht, aber das ist ein Anagramm für seinen Namen, Kasparus Stockalper. Er war sehr sprachbegabt, er hat geredet, also gesprochen und geschrieben hat er Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Latein und etwas Griechisch. Als nächstes fährt ist der Stefan Truffer in die Häuskapelle vom Schloss. In dieser Weise fertiggestellt, wurde geschaffen von einem Tessiner Architekten, Raffaele Gallini. Und dieser hat nach den Ideen von Le Corbusier, diesem berühmten Schweizer Architekten, gearbeitet. Man sieht das, für Le Corbusier sprechen vor allem so Lichtspiele, so Fensterinnen, die sie Fußlicht einfallen lassen. Der Oculus aus Milchglas und hinten beim Altar sieht man noch einmal Milchglas. Weiter geht es in den Burgersaal, der Raum, der noch am Originalsten ist. Hier finden sich keine Tapeten. Die Wände sind massiv getäfert mit Holz, so wie es damals modern war. Der Stockalper war übrigens ein sehr modebewusster Mensch. Er ist viel auf Paris gereist, um sich da die neuesten Trends zu zeigen und sie mit heim auf Brieg zu bringen. Heute tagt hier der Stadtrat, dem Stadtpräsidenten. Das ist eigentlich das Zentrum der
Exekutive hier in Brig. Und er heißt aber noch Burgersaal, weil die Burgerfamilien, die Familien mit Heimat und Brig, haben hier noch einen Stuhl. Der Abschluss von der Schlussführung macht der prunkvolle Rittersaal, der sich über die ganze Länge vom Schloss erstreckt. Dominiert vom Bild vom Schlossherr. Und hier, dieses Bild kennen wahrscheinlich alle Primarschüler hier in der Region, der große Stuckhalter, wie wir sagen, Kaspar Stuckhalter hoch zu Ross. Was ihn wirklich identifizieren lässt, ist das Schloss im Hintergrund. Er ist damals auch Landeshauptmann, deswegen trägt er einen Stab mit sich, den Kommandostab, als Zeichen der Befehlsgewalt. Das Pferd ist ein wenig komisch geraten, es wirkt so ein bisschen wie ein Schaukelpferd oder ein Karussellpferd. Ich erkläre gleich wieso. Der Grund, warum das Pferd so komisch aussieht, ist übrigens dieser Mann. Der Georg Christoph Mannhaft, ein Schwiegersohn vom Stockalper. Er hat ihn noch porträtiert. Nur leider war er nur Hobbymaler. Soweit ist ein Rundgang durch das Stockalper Schloss zu Brig. Schön, dass ihr mit dabei war. Ade miteinander.